Wir befinden uns auf dem Bundesplatz vor dem altehrwürdigen Bundeshaus in Bern, rund 150 Kilometer vor Frauenfeld. Hier hinter uns da besammeln sich gerade 30 bis 40 Pilger, die doch die 150 Kilometer zu Fuß wollen nach Frauenfeld pilgern. Ich bin gespannt, ob sie das wirklich alle zusammen schaffen. Wir sind voll motiviert und so. Action, oder? So Frauenfeld, 150 Kilometer, das schaffen wir. Ich habe keine Wanderschuhe, also muss ich es so probieren. Ja. Ich freue mich auf den Pilgerwasch, auf die erste Etappe. Mal schauen, ob ich es überlebe. Ich denke schon, aber nochmal, es wird lustig. Ja, im Internet habe ich es gesehen und dann habe ich gedacht, die Motivation, die eigentlich drin ist, hat gefällt. Wegen dem habe ich mich einfach angemeldet, ganz spontan. Das sind alles Leute, die glaube ich, sehr, das Open Air Frauenfeld sehr gerne haben, die nicht nur das letzte Hemd würden geben, sondern sogar zu Fuß die 150 km nach Frauenfeld laufen. Und ich bin auch sicher, sie werden das Ziel erreichen. Ich glaube, wir gehen das Schwägen auf, oder? Wir sind hier jetzt in Kilchberg, haben die ersten 20 km erfolgreich hinter uns und sehen überall oder, hungrige Gesichter und da ist jetzt gerade Mittagsverpflegung. Es gibt jetzt zum Mittag Spaghetti mit einer guten Tomatensauce, frischen Zwiebeln, alles schön angebrötelt. Zum Dessert gibt es dann noch einen Äpfel und ein bisschen Sirup, sodass wieder gestärkt weiterlaufen können. Bis jetzt sagen wir Zwischenbilanz. Schmerzende Fußballen. Es haben wir mässig geile Leute, das ist geil, oder? Geil, geil. Schon mal ein Blutern, schmerzende Listen, aber es geht. Bis jetzt ist es eigentlich recht gegangen, muss ich sagen. Eigentlich noch nicht grosses Problem gehabt. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es sind noch 20 Kilometer. Wir sind jetzt hier eigentlich das Lager am aufbauen, sodass wenn die anderen kommen, alles schon parat ist. Das Bier ein bisschen kühl stellen, dass die auch dann abkühlen sind, wenn sie kommen. Es wird die erste Übernachtung da sein jetzt von dieser Pilgerreise. Und wir sind gespannt, wie die zwei sind, wenn sie hier ankommen. Wir sind gelaufen vom Bundesplatz hierher. Es war ein Krampf, aber es hat sich gelohnt. Die ersten Kriegswunden haben wir glaube ich, auch schon. Füße ein bisschen ins kalte Wasser reinheben. Wir sind jetzt momentan hier im wunderschönen Graben oder Aare. Ein strenger Tag hinter uns. 40 km laufen, Sonnenschein, heiß, viel Blatter. Aber die Leute haben sich tapfer geschlagen, sind die meisten durchgekommen, es war lässig. Jetzt gehen wir schlafen nachher und machen uns fit für den nächsten Tag, der sicher noch mal recht streng wird werden. Wir haben jetzt gerade eine wunderschöne Nacht da gehabt. Jetzt haben wir fertig zu Morgen gegessen und gehen jetzt Richtung Hunzenschwil. Das sind etwa 35 km zum Laufen. Die Leute sind ready. Let's go! Auf in den Kampf!